Seine Stimme kennen wir wohl alle. Den Menschen, der sich dahinter verbirgt, den stellen wir Ihnen jetzt vor. Ein Fisch fand einmal einen Hut in seinem Teich. Der Hut hing an einem Ast, der aus dem Wasser ragte. Der Wind hatte den Hut übers Wasser geweht, der Ast hatte ihn aufgefangen. Da hing er. Du Armer, sagte der Fisch zum Hut, das ist eine wirklich schlimme Lage, in die du geraten bist. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ach, was, erwiderte der Hut und lachte, du brauchst mich nicht zu bemitleiden, ich find's lustig. Es ist ein wunderbarer Tag heute. Ein bisschen schade, das dunkle Studio bei dem schönen Licht hier. Naja, was hilft's? Hallo. Ah, hallo, wie geht's? Danke, danke, danke. Thank you very much. Yes. Ach, was, erwiderte der Hut und lachte. Du brauchst mich nicht zu bemitleiden. Ich find's lustig. Ich habe zwei wirklich komische Jahre hinter mir. In einem Hutladen wurde ich an einen Bankdirektor verkauft. Der trug mich 8 Monate, dann vergaß er mich in einem Kaffeehaus. Dort hing ich einige Wochen, dann schenkte mich der Kaffeehausbesitzer einem Landstreicher. Eine Erzählstimme, die durch ihren Wohlklang zu überzeugen und zu verzaubern weiß. Der Mann, der hier zu hören ist, hat sich mit seiner markanten Stimme in die Herzen vieler Menschen gesprochen. Aber sein Name und sein Gesicht sind nur wenigen bekannt. Hans Paetsch. Schauspieler, Sprecher und Regisseur, ist auch mit 88 Jahren noch als Erzähler und Synchronsprecher aktiv. Seine ausdrucksvolle Stimme und die Art, wie er Texte interpretiert, sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass man ihm gerne zuhört. Geschichten für Kinder leiht er dabei ebenso seine Stimme wie Gedichten, Erzählungen und Romanen quer durch die gesamte Weltliteratur. Seine Vortragskunst setzt er zum Vergnügen eines faszinierten Publikums im Hörfunk, bei Tonaufnahmen und bei öffentlichen Lesungen gleichermaßen ein. Seit vielen Jahren schon lebt Hans Paetsch in seinem Haus vor den Toren Hamburgs. Vom Ruhestand will er nichts wissen. Wenn man so lange lebt, nicht, dann gucken einen die Leute an und fragen mich, wie machst du das? Wieso bist du so gesund? Was ist da? Hast du da eine besondere Methode oder so? Und dann muss ich halt sagen, nö, eigentlich gar nicht. Ich lebe drauf los. Und das ist das Allerschönste oder beim Landshalten. Tja.
nun also nach einem immerhin ziemlich langen Theaterleben hier gelandet, auf meinem eigenen Grundstück, meinem Traum. Und frag mich oft, warum machst du eigentlich noch weiter? Und muss mir immer wieder sagen, ich kann nicht anders. Es macht mir Spaß. Im elsässischen Montreux-Vieux kommt Hans Page am 7. Dezember im Jahre 1909 zur Welt. Er bleibt einziges Kind seiner Eltern. Im bürgerlichen Milieu einer Finanzbeamtenfamilie wächst er zunächst im Elsass auf. Nachdem die Familie aufgrund der herrschenden politischen Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg ihre Heimat verlassen muss, ziehen die Pages erst nach Darmstadt und dann nach Berlin. Mit dem Abitur endet 1928 für Hans Page die Schulzeit. Obwohl seine Eltern es gern gesehen hätten, wenn er Arzt geworden wäre, beginnt Hans Page ein Philologiestudium, das ihn schließlich nach Marburg führt. Hier hat er auch seine ersten Kontakte mit der Schauspielerei. Ja, ich habe immer schon als Student habe ich also mit Kommilitonen zusammen ein bisschen Theater gespielt und merkwürdigerweise nicht die üblichen Laienspiele, sondern da gab es einen Lektor für Theaterwissenschaften und der machte gleichzeitig die Marburger Festspiele. Und da habe ich also einfach mitgespielt eines Tages, weil einer seinen Text nicht lernen konnte. Es war ein langer Satz im Sommernachtstraum. Die Rolle hieß Philostrat. Und da haben mir die Kollegen gesagt, was willst denn du Schulmeister werden? Du bist doch ein Schauspieler. Und das habe ich dann also einen Brief geschrieben an den Gießener Intendanten. Gießen war das nächste Theater, dass ich also 1,80 groß wäre, regelmäßige Gesichtszüge hätte und dringend wünschte, zum Theater zu gehen. Da habe ich natürlich, die haben sich totgelacht, einen entsprechenden Brief gekriegt. Und mit diesem Brief bin ich dann wütend zu Ludwig Linkmann, einem Schauspieler, der auch hier Theater gespielt hat, den ich kannte, und hab dem gesagt, guck dir das an, da schreibt man nun mit Herzblut einen Brief und diesen Wisch kriegt man zurück. Und er machte immer so merkwürdige Gesten, neben ihm stand eine kleine grauhaarige Frau mit Riesenaugen und die fing plötzlich an zu lachen, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen. Und so, ja, Sie haben gut lachen. Das sagte sie, schreibe sie im schönsten Darmstädter, ich sagte sie dann, schreibe sie nochmal an deine Intendante, ich schreibe ihnen was dazu und dann wird er sich schon kommen lassen. So, ja, der wird auf Sie gerade hören. Sagt, doch, das ist der gewöhnt, das ist mein Sohn. Und so bin ich zum Theater gekommen. Ich habe dann vorgesprochen in Gießen und der Intendant hat mich tatsächlich engagiert. Ich möchte sagen, als Mädchen für alles. Es fing an mit Hilfsdramaturg, Hilfsinspizient, Schauspielanfänger und noch eine ganze Latte von, dass nicht Beleuchter drauf stand, das war alles. Ja, und dann fing es halt an und ging 45 Jahre weiter. Mein Vater hat mich das erste Mal gesehen im Hauptmann von Köpenick in Gießen. Das ist ja ein sehr personenreiches Stück und ich habe also drei oder vier Rollen gespielt. Jede meiner Meinung nach großartig und perfekt. Und nun Gespräch mit meinem Vater nach der Vorstellung. Er sagt, also die Börsenmieze war großartig und der Hauptmann von Köpenick, naja, man hat gehört, dass er nicht aus Berlin, sondern aus Mannheim war, aber sonst war es wunderbar, es war alles, ich war ganz erstaunlich, dass ein so kleines Theater, ich sag, ja, und ich war was, ja, doch, das war alles sehr, sehr brav, du, weißt du, du wolltest eigentlich doch früher immer mal Mediziner werden, also das ist zu teuer, aber wie wär's denn mit Zahnarzt? Das Studium könnte ich noch finanzieren.
kein besonderer Erfolg meiner Kunst, muss ich sagen. Aber später haben sie sich dran gewöhnt, fanden es wunderbar. 1932 wechselt Hans Paetsch dann an das Theater der Stadt Heidelberg in ein festes Schauspielengagement. Deutschlands führt seine Arbeit ihn erstmalig 1935. Er bekommt ein Engagement in der Hansestadt Lübeck. Bei den Proben zu Shakespeares Was ihr wollt lernt er jetzt, nach dem tragischen Unfalltod seiner ersten Ehefrau, die Frau kennen, mit der er über 50 Jahre verheiratet sein wird, die Schauspielerin Trude Wagenknecht. Gemeinsam erobern sie die Herzen des Lübecker Theaterpublikums. So sehr ist für Hans Paetsch das Theaterspielen zum Lebensinhalt geworden, dass er die politischen Veränderungen der Zeit zunächst kaum registriert. Das ändert sich allerdings, als er 1938 ein in jeder Hinsicht lukrativ scheinendes Angebot des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken annimmt, obwohl der Abschied von Lübeck sehr schwer fällt. In Lübeck war ein Intendant, den ich schon als Schauspieler vom Marburger Festspielen her kannte. Robert Birkner hieß der, war nebenbei auch ein Autor von Märchen und so. Naja, und da war ich dann 3 Jahre in Lübeck. Und dann kam da schließlich einer und sagte, also in Saarbrücken das neue Haus. Das ist also ein wirklich wunderbares Haus und ich kriege mehr Geld und kriege gute Schauspieler. Wollen Sie nicht nach Saarbrücken? Und Saarbrücken, na ja, das neue Haus und so. Also kurz und schnurz, ich habe gesagt, ja, das mache ich. Kriegte auch fast so viel Gage, wie ich mit meiner damaligen Frau zusammen hatte. Fuhr da also hin, da war der abgesägt. Und ersetzt durch einen, naja, also sagen wir mal, einen sehr linientreuen Herrn, also zu deutschen Supernazi. Und dann kam Hitler, sah sich das alles an, fand das Theater wunderbar. Dann hat er sich eine zweite Vorstellung bestellt. Ach ja, dann wussten wir, das war auch so üblich. Da wurden wir alle also in der Garderobe zusammengetrieben, schon lange bevor die Vorstellung anfing. Und dann standen so an den Fluren, standen so SS-Männer. Ich dachte, Mensch, das war komisch, dass der sich so bewachen lässt. Das ist ja okay. Jedenfalls wurde dann probiert und am Abend auch wirklich fand das statt. Wir mussten dann nach Schluss der Vorstellung, als der Vorhang gefallen war, zweimal die Leute sich verborgt hatten, an die Rampe rennen mit dem deutschen Gruß und schreien, Führer, wir danken dir, war probiert worden. Ja, das war meine erste Begegnung von Weitem mit Hitler. Dann bestellte er sich ein neues Stück, die Gräfin du Barry. Da spielte ich den Grafen du Barry, Simius Mistvieh. Der wird dann durch einen Liebhaber-Tenor, wird er dann abgelöst von seiner Gräfin. Naja, also kurz und schnurz. Da wurden wir also am Führer vorbei, mussten wir marschieren. Jeder kriegte einen Händedruck. Und mich piekte er in den Bauch und sagte, sehr brav, was mich etwas wunderte nach dem Mist, wie das ich gespielt hatte. Jedenfalls brach dann nach diesem Hitlerbesuch ein ungemein begeisterter Narzissmus an dem Theater. Da war ich am Portier vorbei mit erhobener Hand und all diese Zicken und habe dann schließlich gesagt, Ich habe da also einen Berlin, einen Vertrag mit einem Film. Wäre das denn möglich, dass ich das jetzt, also doch, wo das nun wirklich wird und so. Also kurz und schnurz mit vielem Gerede. Die waren ganz froh, dass sie mich los waren. Und dann ging ich nach Berlin. Das Medium Film reizt auch den Schauspieler Hans Paetsch. Er wird deshalb kurzerhand bei einem Filmproduzenten vorstellig und benennt ihm ohne Umschweife seinen Wunsch. Ich möchte eine Rolle in einem Film spielen. Möglicherweise hätte dieser Wunsch gar keine Beachtung gefunden.
hätte er ihn nicht aus Übermut in Pfälzer Dialekt vorgebracht. So will es der Zufall, dass der Produzent gerade eine Rolle in eben dieser Mundart für den Film Silvesternacht am Alexanderplatz zu besetzen hat. Paetsch bekommt also die Rolle, verlässt Saarbrücken in der laufenden Spielzeit und dreht 1939 in Berlin seinen ersten Film. Und in Berlin, da kam dann eigentlich das große Erlebnis, wie der Intendant Dr. Koschmider sagte, in Prag wird das neue deutsche Theater wieder aufgemacht. Oder das alte deutsche Theater wieder neu aufgemacht. Willst du da nicht hin? Ich sagte, ja, natürlich will ich da hin. Begegnung mit Oskar Walleck, dem Intendanten. Und der sagte, gut, ja, natürlich, selbstverständlich, nehmt sie mit, großartig. Und so bin ich nach Prag gekommen. Das Einleben fällt nicht schwer, denn Paetsch hat Verwandte in Prag. Und die böhmische Lebensart begünstigt das kulturelle Leben und sorgt außerdem auch dafür, dass nationalsozialistische Einflüsse nicht so unmittelbar im täglichen Leben eines Schauspielers zu spüren sind. Es sind glückliche Jahre in Prag für Trude Wagenknecht und Hans Paetsch. Sie bewohnen eine schöne Wohnung in der Innenstadt und Paetsch spielt mit anhaltender Begeisterung für die Schauspielkunst am prächtigen Ständetheater, dem heutigen Thiel-Theater, wo einst Mozarts Don Giovanni uraufgeführt wurde. Auch in dem angeschlossenen kleinen Haus, den Kammerspielen, steht er auf der Bühne. Schon frühzeitig hatte Hans Paetsch festgestellt, dass auch seine Mikrofonstimme ankommt. Also spricht er neben all den Rollen, die er am Theater spielt, fortan regelmäßig in Rundfunksendungen, vor allem in Hörspielen, auch in seiner Prager Zeit. Der Zweite Weltkrieg wirkt sich auf das Leben des Künstlerehepaares zunächst nicht direkt aus. Man nimmt Notiz vom politischen Geschehen und spricht mehr oder minder heimlich über die Entwicklungen. Das Theater war großartig. Es waren erstens mal wunderbare Leute, da war U.E. Hasse und alle möglichen Menschen. Merkwürdigerweise, es wirkte wie ein Emigrantentheater, dieses Prager Theater, obwohl der Intendant ehrenhalber einen hohen Rang bei der SS hatte. Oskar Walleck, SS-Standartenführer. Aber wir haben nichts von alledem gemerkt. Diese Hitlerei, also so am Portier vorbeigehen und Heil Hitler, das gab's alles nicht. Ja, und da habe ich dann also wunderbare Zeiten in Prag erlebt. Aus dem einfachen Grund, weil wir alle Stücke spielen durften, die in Deutschland auf Schwierigkeiten stießen. Also englische und französische Stücke, trotz des beginnenden Krieges. Da war man halt sehr glücklich. 1944 schließlich greift der Krieg auch direkt in sein Leben ein. Hans Paetsch wird zur Wehrmacht eingezogen. Sein Einsatz trennt ihn von Trude Wagenknecht. Ich war 1944 in Prag eingezogen worden, kurz ausgebildet und dann gleich in den Einsatz geschickt. Die erste Begegnung war in Köthen mit dem Amerikaner, da habe ich das erste Mal Menschen fallen sehen. Danach sind wir dann sofort ausgerissen nach dieser Begegnung mit dem Amerikaner über die Elbe gen Berlin, um den Führer zu befreien, wie man uns sagte. Und das ging natürlich völlig daneben. Als die Amerikaner merkten, dass da noch Militär kam, war der Teufel los. Dann sind wir also wieder getürmt durch die Wälder meistens, aus Angst vor den russischen Fliegern und den amerikanischen, und sind dann bei Tangermünde über die, also Tangermünde, da saßen die Amerikaner bereits, da sind wir über die Elbe und sind dort von den Amerikanern, da haben wir unsere Waffen in eine Ecke geschmissen und waren sehr froh. Die amerikanische Gefangenschaft wechselte dann zur englischen, das heißt also die Amerikaner zogen ab und die Engländer übernahmen das Lager. Und dann sprach sich rum, dass dieses Gebiet wahrscheinlich russisch werden würde und die Lanzer fingen an zu türmen nach allen Richtungen. Da wurde eine Versammlung einberufen und der englische Offizier sagte, wir wissen nicht, was Sie von Ihren Offiziers gewohnt sind, aber bei uns, wir nehmen Sie mit. Und die haben tatsächlich mitgenommen und kurz drauf in der Nähe von Hamburg
sind wir entlassen worden und da bin ich auf irrsinnig abenteuerlichen Wegen mit Güterzug und zwischendurch immer wieder laufen und so durch das völlig kaputte Deutschland, was ich ja gar nicht so recht kannte, weil ich ja so lange in Prag gewesen war bis zu meiner Einziehung. Und dann kam ich also eines Tages wirklich müde vor dem Haus an, in dem ich mich mit meiner Frau verabredet hatte. Das war in Selbitz, ein kleines fränkisches Nest. Und dann habe ich unten gepfiffen, unseren Pfiff. Und da hörte ich oben einen Aufschrei, einen kaputtgehenden Teller und den klassischen Ausruf, ich werd verrückt. Und in den Armen lagen sich beide. 1945, die Stunde Null in Deutschland. Das tausendjährige Reich ist nach 12 Jahren untergegangen und hinterlässt die Menschen in tiefem moralischen, politischen und wirtschaftlichen Elend. Doch es regt sich Leben in den Ruinen und der Wille der Menschen zu Aufbau und Neubeginn ist überall zu spüren. Auch Hans Page versucht beruflich wieder Fuß zu fassen. Nach kurzen Engagements in Braunschweig und Stuttgart hat er 1947 die Chance, ans Thalia-Theater nach Hamburg zu wechseln und ergreift diese Gelegenheit. Es ist dies der Beginn eines Engagements, das 28 Jahre währen soll. Ja, gespielt am Thalia-Theater habe ich natürlich, was gut und teuer war, sehr viel in allen, eigentlich so in allen Altersgruppen. Das ist, meine Rollen sind mit mir älter geworden, möchte ich sagen. Deswegen möchte ich eigentlich nur eine hervorheben, für die ich für besonders wichtig halte. Das ist der Vater im Tagebuch der Anne Frank. Das habe ich so mit Leib und Seele gespielt und gefühlt, in dem Gefühl, meinen jüdischen Freunden, die alle nicht mehr in Deutschland waren, ein Dankeschön zu sagen für das, was sie mir gegeben haben in der Zeit vor den Nazis. Also bis jetzt ist noch alles so, wie es war. Ja, dann ist jetzt rechts das Konversationszimmer, kaum stimmt. Also wir waren nicht halb so vornehm. Das ist jetzt ungewöhnlich, dass ich die Mütze abnehme. Ja, hören Sie mal. Ist das nicht mehr üblich? Ich bin also, zu meiner Zeit war die Bühne das Allerheiligste. Und dann nahm man die Mütze ab als Komödiant, wie in der Kirche. Es gehörte sich einfach so. Ja, das ist eigentlich. Ach, der Zuschauer. Ja. Ja, wie so manches liebe Mal, wisst ihr? Ja, das ist ja wirklich noch genauso, wie es war. Ein bisschen in den Farben anders. Als wir hier anfingen, unmittelbar nach dem Krieg, da war das da oben abgespannt mit Gasrohren und so Zeltplanen oder so etwas, weil wir die Bühne haben vorziehen müssen, weil hinten ja alles kaputt war. Von hier ab fing die frische Luft an. Ne? Aha. Ja, ja, und dadurch haben wir dann also sehr weit ins Publikum hineingespielt. Die Rampe war so, glaube ich, so ungefähr da, wo der Rang anfängt zu. Ja, und da haben wir also immer direkten Kontakt mit dem Publikum gehabt. Das setzte sich dann fort bis in die U-Bahn. Ja, das war das Hin und Her zum und vom Theater. Wir sahen halt auch so, Autos und sowas gab es gar nicht. Und wenn wir dann also nach der Vorstellung die U-Bahn bestiegen, waren sehr oft noch Leute drin, die in der Vorstellung gewesen waren. Und da konnte es einem passieren, dass einer sagte, na ja, Page, die habe ich aber auch schon besser gesehen. Was war denn das für ein Stück? Ja, unser Publikum, das ist auch so, weiß ich nicht, aber es
gehörte einfach dazu, das Publikum, das Ensemble, das waren gute Freunde. Also der Chef alleine, Willy Mertens, der also ein Erzkomödiant war und der mit äußerstem Ernst und großer Präzision heitere Stücke spielte. Das habe ich also absolut von ihm gelernt, soweit ich es überhaupt gelernt habe. Und dann war für mich eine ganz große Partnerin, waren zum Beispiel also Gisela von Kolande, Mensch hat schon Sehnsucht. Und dann Inge Meisel, mit Inge Meisel habe ich eine Menge Komödien gespielt. Und wir haben uns dann auch nach der Thalia-Zeit, sie ging ja dann weg, eigentlich möchte ich fast sagen, vom Thalia in die Öffentlichkeit. Ja, es war sehr schön, sehr schön. Die erste Komödie, die ich mit Inge gespielt habe, das haben wir so angefangen in der Schlankreihe, in der kleinen intimen Bühne, aber wir haben es dann auch hier im Haus gespielt. Das war ein Stück von Sardou, das früher Cyprienne hieß und von Heinz Silbert übersetzt worden ist unter dem Titel »Also gut, lassen wir uns scheiden«. Und das ist auch sehr ulkig, da wo ich jetzt sitze, habe ich dann mal mit Inge gesessen, da wurde das Stück gespielt von berühmten, auch berühmten Kollegen, von Karl-Heinz Schroth und Karin Jakobsen, und dann haben wir hier unten mal unten gesessen und haben uns mal angeguckt und schließlich haben wir uns dann abgerungen. Also so ganz schlecht waren wir ja auch nicht. Als er 1900, das muss so 47 gewesen sein, ans Thalia-Theater kam, da haben wir ihn alle erst mal ganz scharf begutachtet, denn wir waren eine exzellente Crew, aber eigentlich die Crew der Exzellenten waren die Weiber. Das war die Kolande, das war die Schneider, die Frau von Musbacher und die Meisel. Und als wir diesen schönen Menschen sahen, der da ankam, und sehr nett und sehr chevaleresk, haben wir gesagt, den knöpfen wir uns vor. Da probieren wir mal aus, ob der seiner Frau treu ist. Wir waren alle feige, wir hatten sowieso keinerlei Dummheiten gemacht. Aber die Männer reingelegt, das haben wir versucht. Das haben wir wirklich versucht. Bei uns, also sagen wir lieber so, bei ihm ist uns nichts geglückt. Er war der treuesten einer. Gratuliere heute noch, Hänschen. Er war der bezauberndste Partner, den ich hatte. Und er war ein hervorragender Schauspieler. Ja, wir haben hier natürlich eine Menge moderne Stücke gespielt, vor allen Dingen auswärtige Stücke, Übersetzungen, die in Deutschland bis dahin noch nicht gespielt worden waren. Und auch Klassiker. Ich weiß, ich habe hier angefangen mit Minna. Mit der Gisela von Kolande habe ich Minna von Wallem gespielt. Das hatte ich schon zweimal gespielt, aber am schönsten war es hier. Das war eigentlich überhaupt der Spielplan damals, den Willy Mertens gemacht hat, der war außerordentlich bunt, keineswegs nur Komödien. Wir haben viele ernste Stücke gespielt, Streetcar Named Design, Desire, also Endstation Sehnsucht zum Beispiel, viele neue amerikanische Stücke, französische Stücke. Wir waren, möchte sagen, literarisch auf der Höhe. Das Thalia-Theater als simples Unterhaltungstheater habe ich nie gekannt. Doch auch während der Zeit am Thalia bleibt das Theaterspielen nur ein Teil seines Schaffens. Page geht vermehrt seinem Talent und seiner erklärten Neigung nach, Texte verschiedenster Art sprechend zu interpretieren. Er liest im Radio, wirkt an zahlreichen Hörspielen mit. Mit seiner markanten Stimme gestaltet er viele Dokumentarsendungen im Hörfunk des im Aufbau befindlichen Nordwestdeutschen Rundfunks NWDR in Hamburg. Dann kommen im Zuge der Wirtschaftswunderzeit die Produktionen für die damaligen neuen Zielgruppenmedien, Hörspielschallplatten und später Hörkassetten für Kinder,
deren Figuren Page seine Stimme leiht und sich so in die Herzen von Generationen von Kindern spricht. Vielfach übernimmt er bei diesen Hörspielproduktionen auch den Part des verbindenden Erzählers und wird dadurch in der Erinnerung vieler Menschen zu einer Art Märchenonkel der Nation. Das Produzentenehepaar Heike Dini Körting und Professor Andreas Beuermann erinnert sich. Ja, ich war einmal im Thalia-Theater vor vielen, vielen Jahren. Ich mag gar nicht sagen, wie lange das her ist. Da habe ich einen wunderbaren Schauspieler gesehen und eigentlich auch gehört. Denn seine Stimme war eigentlich genauso faszinierend wie der Schauspieler. Und dann habe ich den Hans Petsch kennengelernt im Funkhaus, hier im benachbarten Funkhaus von Hamburg, wo er ja gerade ein Hörspiel mal gesprochen hatte. Und dann ergab sich daraus sehr schnell eine Art von Freundschaft. Und wir kamen überein, dass er für uns Märchen erzählen würde. Ich hatte eine Schallplattenfirma mit Freunden gegründet. Das war die Firma mit den Kinderspielen, Kinderhörspielen und Märchen. Und so hatte ich ihn gebeten, doch für uns ein Märchen zu lesen. Und der liebe Hans Petsch, der sagte, kommt doch zu mir, ich habe ein schönes Haus. Und wir sind dann mit dem Aufnahmewagen zu ihm hingefahren und haben uns da hinten in den Garten gestellt und ein Mikrofon ihm oben in sein Zimmerchen gebracht. Und dann hat er also uns wunderschöne Grimms-Märchen vorgelesen. Und ich war total begeistert, denn seine Stimme ist für mich Musik. Wenn er etwas erzählt, er sagt, der Mond geht auf, dann geht der Mond wirklich auf. Und viel weiter muss man eigentlich gar nichts machen. Es ist so bildlich, so schön, so gemalt, so faszinierend, diesem Mann zuzuhören. Und er hat also, wie gesagt, Märchen, Grimms-Märchen gelesen, so wunderschön, wie ich sie vorher nicht und später auch nie wieder gehört habe. Die Reaktion auf die Hörspiele von uns, in denen Hans Petsch gesprochen und gelesen hat, die ist ganz enorm. Also ich würde mal sagen, zu den besten Hörspielzeiten, vielleicht so vor 10 Jahren, 15 Jahren, da konnten wir am Tag mit 3-4 Briefen rechnen, die Kinder geschrieben haben oder Erwachsene riefen an und sagten, meine Güte, das ist, der Mann begleitet mein Leben, der fasziniert uns, das ist der Märchenonkel oder Großvater in persona. Ach, wir müssen ja natürlich mal aufzählen, wir haben ja mindestens 200, 300 oder 400 Schallplatten mit ihm gemacht, nicht? Also das Volumen, die Menge, die wir miteinander gemacht haben, war unglaublich. Wir haben auch bestimmt Akten zusammengesammelt. Hans Petsch wird Ihnen sicher auch viele Briefe vorlegen können. Parallel zur Theaterarbeit wirkt Hans Petsch nach dem Krieg weiterhin an Filmproduktionen und dann nach Einführung des Fernsehens auch an Fernsehproduktionen als Schauspieler mit. Aber meine Herren, in Berlin sind Schwärme von Tapezierern dabei, schwarze Satinbahnen zu drapieren. Und die Kandelaber um den symbolischen Katafalk der 6. Armee brennen schon. Wir sind abgeschrieben. Wir liegen im Grab. Gestorben muss werden. Also Selbstmord, meine Herren. Selbstmord begehen für diesen hergelaufenen Lumpenkerl. Nein, ich denke. Er spielt über die Jahre an der Seite vieler berühmter Schauspielerkollegen und Kolleginnen. Herr Sonntag. Guten Tag. Ja, lieber Doktor, wie geht's denn? Danke. Darf ich bekannt machen? Das ist unser Herr Bachmeier, natürlich. Ich kenne ihn doch. Hab doch schon so viel von ihm gelesen. Wie geht's, Herr Bachmeier? Was macht Kasimir? Geht der Bau gut voran? Herr Sonntag, wir müssen leider den Bau einstellen. Was? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn Sie den Bau einstellen, dann geht ja auch Ihr Buch nicht weiter. Na und? Was heißt na und? Das ist das beste Buch, das Sie je geschrieben haben. Das muss noch diesen Herbst erscheinen. Ich schlage folgende Arbeitsteilung vor. Sie bauen, Sie schreiben und ich zahle. Liebe Katharina, liebe Trauergäste, Hermann konnte lange Reden nicht leiden. Deshalb wollen wir uns jetzt erheben und auf sein Wohl tun. Hermann, ich trinke auf dein Wohl. Ich habe Hänschen Petsch nach Jahrenden, es ist ungefähr vor 2-3 Jahren gewesen, habe ich eine Fernsehrolle gespielt, und zwar eine Frau, die sich exzellente Altersheime ansieht, obgleich sie gar kein Geld hat. Sie hat so 1500 Mark Rente oder was. Und kommt dann in ein Altersheim und sagt,
da möchte ich hin. Und begegnet einem Herrn und merkwürdigerweise hatte uns keiner das gesagt, was Hänschen Pietsch. Und dennoch, so viel Spaß er am Filmen auch hatte, er ist nie ein Filmschauspieler mit ganzem Herzen und ganzer Seele geworden. Das Theater bleibt sein eigentlicher schauspielerischer Lebensinhalt. Und mit dem Thalia, an dem er später auch Regie führt, hat er endlich sein künstlerisches Zuhause gefunden. Ich kam ja hierher aus Stuttgart, aus einem sehr vornehmen und sehr ernsthaften Villenviertel. Und wie ich dann hier auf der Lombardsbrücke das erste Mal Gruppen von lachenden jungen Leuten mir entgegenkam, da war ich also schon sehr berührt von Hamburg, sehr positiv. Und dann im Theater, das war also ganz toll. Einmal war es durch die Persönlichkeit von Willy Mertens, der wirklich ein alter Theaterhase, ein richtiger Komödiant und auch ein, er nannte sich ja nicht Intendant, er nannte sich Direktor, also wie sich das früher eben gehörte. Tja, und dann Kollegen, alle aus anderen, wir machten ja so nach dem Krieg eigentlich erst wieder auf, richtig. Und da muss ich sagen, das hat kein Vierteljahr gedauert. Da habe ich dieses Haus geliebt, wie man dann eigentlich sagt, wie man seine Heimat liebt. Und gerade ich, der nun so viel mitgemacht hat, aus dem Elsass rausgeschmissen, aus Prag rausgeschmissen, in Süddeutschland nicht so recht zu Hause. Das war für mich wunderbar, wie nun das, was ich sowieso gewöhnt war, vorne die Spiegel und der Tisch und in der Schublade die Schminke. Als das nun auch noch so war, da habe ich gesagt, Mensch, was hast du für ein Schwein, hier bleibst du. So ist es dann ja auch geworden. 28 Jährchen. Wunderschöne Jahre. Nachdem Hans Pätsch 1975 im Alter von 65 Jahren das Thalia verlassen hat, kommt seine berufliche Aktivität nicht etwa zum Stillstand. Sein Terminkalender bleibt weiterhin voll von Terminen für Sitzungen in Synchron- und Tonstudios. Gerade deshalb spielt der Ausgleich in der Freizeit für ihn eine große Rolle. Ungeheuer wichtig ist für mich persönlich der Hund. Ich habe schon ewig Hunde, nicht? Also so lange, also seit, naja, ich war keine 30, da hatte ich schon Hunde, nicht? Und gute Kameraden und halten einen in Bewegung und das ist sehr schön. Man bekommt auch ein anderes Verhältnis zur Natur, wenn man den Hund so riechen und schnuppern sieht und oder bellen hört oder irgendwas. Man wird aufmerksam gemacht auf irgendwas, nicht? Und das interpretiert man und es macht einen reicher. Häufig spricht Hans Pätsch auch fürs Fernsehen sogenannte Off-Texte zu Filmen verschiedenster Art, nimmt Werbespots auf oder wirkt an Hörspielproduktionen mit, wenn dies an ihn herangetragen wird. Mühsam und schleppend, dann aber mit der Währungsreform Mitte 48 in ungeahnter Schnelligkeit. Das Wirtschaftswunder hält Einzug in Hamburg. Okay, Herr Pätsch, wir können. Ja, heute sind es die Befreiungskriege und das Werden des Nationalgefühls. Wer hat das gemacht? Hat das gewollt, was daraus wurde? Welcher Miterlebende hat die Dinge in ihrem Zusammenhang gesehen? Welcher Spätere hat sie nachher richtig gedeutet? Für mich bedeuten heute die Befreiungskriege das Ende des eigentlich deutsch-humanen Denkens, den Beginn der Verengung. Hitler soll in Nürnberg gesagt haben, es sei vielleicht notwendig gewesen, dass wir den Weltkrieg verloren. Denn sonst hätte der Nationalsozialismus nicht entstehen können. Aufnahmen mit Herrn Pätsch sind für mich hier immer wieder ein Vergnügen. Allein schon, wenn ich ihn kommen sehe, man kommt ja rein ins Studio,
setzt er sich erstmal hin, gibt's einen Kaffee. Und dann klären wir 5 Minuten, ja, und dann gehen wir eigentlich an die Arbeit. Und da stelle ich immer wieder fest, dass der liebe Herr Petsch einer der wenigen ist, die absolut vorbereitet sind. Man sieht es an seinen Texten, an den Zeichen, die er sich macht für Betonungen. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, wie er lange, lange, lange Texte fehlerfrei liest und so liest, wie man sie gerne hat. Das heißt also fürs Ohr, dass man regiemäßig fast überhaupt nichts mehr machen muss. Für mich immer wieder faszinierend, weil es das eigentlich selten gibt heute noch. Ja, und in den ganzen Hörspielen, bei denen Herr Petsch mitgewirkt hat, das sind, denke mal, über 100 inzwischen bei mir, die ganzen großen Disney-Filme, die wir vertont haben hier für Hörspiele, hatte Herr Petsch als Sprecher mitgewirkt. Und es ist im Laufe der letzten 15, 20 Jahre sind es so viele geworden. Und wie gesagt, es macht heute auch immer noch Spaß, mit ihm zu arbeiten. Es ist ein schnelles Arbeiten und ein gutes Arbeiten. Ich hielt es aus, die Nacht hindurch diesen 3 Hellern nachzujagen. Und als ich sie gefunden hatte, dachte ich gar nicht dran, dass es nur luppige 3 Heller waren. Sie bedeuteten mir eine Trophäe. Ich ging beruhigt zu Bett im Bewusstsein meines Sieges. Ein Wunder, dass ich nicht mit Schuhen ins Bett gegangen bin. Tja, das sage ich alles, was ich erzählen wollte. Auftritte vor großem Publikum sind selbst im gesegneten Alter von 88 Jahren, das Hans Petsch inzwischen erreicht hat, für ihn kein Problem. Es scheint vielmehr, als erhalte er sich einfach durchs Arbeiten, durch seine bis heute andauernde Leidenschaft fürs interpretierende Sprechen jung. Aber wie schafft er es, sich immer wieder aufs Neue für seine Arbeit zu motivieren? Als ich nun 65 war, da habe ich aufgehört mit dem Theater, einfach weil ich keine Lust mehr hatte, dauernd auswendig lernen zu müssen. Aber es ging dann natürlich genau so weiter. Ich musste zwar nicht so viel lernen, aber sonst habe ich alles gemacht, was ich zum Teil auch schon während der Theaterzeit gemacht habe. Also Lesungen im Funk, Hörspiele im Funk, Fernsehspiele, Werbung, was nun gerade kam. Und es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und das ist die Hauptsache jeglichen Berufslebens. Es muss Freude machen. Man muss das lieben, was man macht.